Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heutiges Thema, passend zum Sommer, Dating. Gibt es No-Gos beim ersten Date, Ihrer Meinung nach? Zu spät kommen. Pünktlichkeit? Eine Viertelstunde ist so, aber danach wird es schon kritisch. Hallo ihr zwei, wie heißt ihr denn? Leonie. Und? Larissa. Wie geht's? Ja, soweit gut. Sieht sehr fröhlich aus und sehr bunt geschminkt teilweise auch. Ja. Sehr auffällig. Da dachte ich mir, ich muss mal kurz reingrätschen und mal kurz nachfragen, was so die Sachen machen. Wir machen Sachen viel mit Sonne und Musicals und rumlaufen, Stadt genießen. Du hast mehr Bart als ich. Ja, weiß man nicht mehr. Wie alt bist du? 17. Er ist 17 und hat mehr Bart als ich. Wie alt bin ich? Was schätzt du? 26. 24. Ja, okay. Aber war knapp. Cooles zu tauschen für uns. Ja, ich muss das abgeben. Also, ich bin, wie du siehst, Bodybuilder. Ja. Ich darf schon mal nichts trinken. Ja. Das heißt, das Tauschgeschäft ist gerade ziemlich blöd. Dann machen wir so. Ein Kugelschreiber. Ja. Ich verkaufe diesen Kugelschreiber. ESN-Riegel. Okay, irgendwer hat gerade einen ESN-Riegel getauscht. Also Jungs, ihr wolltet unbedingt ins Video mit rein, ne? Genau, ja. Ich frage mich, ob ihr schon bereit seid für die Frage. Ja, schieß mal los. Es geht um das Thema Dating. Mhm. Ihr seht noch recht jung aus. Wie alt seid ihr? 16. Und? 14. 14, guck mal. Habt ihr schon mal ein Date gehabt mit einer Dame? Ja, natürlich. Die No-Gos beim ersten Date. Ich finde es immer sehr unangenehm, wenn es zu gestellt ist. Also wenn es zum Beispiel irgendwie so eine unentspannte Atmosphäre ist. Und die Frage ist, wer bezahlt, wenn das so ganz unangenehm ist. So, ja, wenn du magst, kannst du bezahlen oder nicht. Ich finde es immer cool, wenn man sagt, hey, okay, wir teilen uns das. Oder wenn man direkt sagt, okay, ich lade dich ein. Und No-Gos beim ersten Date? Ja, spontan fällt mir natürlich ein, wenn der Typ dich zahlen lässt. Also so entweder getrennt oder halt... Ja, einladen, okay, ist jetzt auch eher sehr nicht feministisch. Aber ich würde jetzt nicht für irgendeine Person gerne zahlen wollen. So. Es wäre so, da zahl mal. Also ist für dich fein, wenn der Kerl sagt, Rechnung zu zweit zahlen? Ja. Hast du Tipps für mich? Das würde ich sagen, Bartroller. Ich habe selbst nicht benutzt, aber... Was ist das? Bartroller ist halt so ein, was ich sagen... Man rollt über Bart? Ja, man... Wenn ich keinen Bart habe? Ach so, dann kommt das raus. Gesicht und dann kommt das raus. Okay. Wer ist denn von euch überhaupt jetzt hier die Braut? Ich. Hast du eine Freundin dabei, die Single ist? Single. Komm mal mit ins Video. Karina ist auch Komm mal her hier. Du bist also Single. Ja. Von ESN, der Lieblingsriegel? Hast du schon den ganz neuen Dark Cookies probiert? Nee. Also yes. Ist selten Riegel. Hätte ich jetzt dann hier, würde ich dir einen geben. Der ist wirklich schmackofatz. Den musst du probieren. Und falls ihr bei ESN.com maximal sparen möchtet, einfach Code Marvin im Warenkorb eingeben, richtig? Mhm, machen wir. Und jetzt gucken wir, was wir hier machen, ja? Ja, wenn du den Shot nicht haben willst, dann habe ich leider nur einen Kugelschreiber. Steht hier auf Frauen, ja? Ja, ja. Ja, ja, safe. Der Aufreißer, oder? Auf jeden Fall bin ich mieser Aufreißer. Wie reißt du denn Frauen immer so auf? Ja, also... Mit Tüte vorher, oder? Nee, nicht mit Tüte so. Also, ich möchte es auch nicht so richtig unangenehm machen. Ich gerne immer Mann. Sag so, hallo. Also erstmal nicht so spektakulär. Und dann google ich manchmal noch so, weil mir ich bin nicht so kreativ nach Anmachsprüchen. Und dann, dann bringe ich immer ein. Und wenn es nicht klappt, was meistens der Fall ist, dann habe ich leider Pech gehabt. Zu spät kommen, finde ich ganz, ganz unangenehm. Und Pünktlichkeit. Ja, oder dann zumindest vorher Bescheid sagen, hey, ich verspäte mich für ein paar Minuten. Aber wenn dann jemand so irgendwie 10, 15 Minuten zu spät kommt, finde ich es immer ein bisschen unangenehm. Wurdest du schon mal versetzt? Nee, tatsächlich nicht. Hat mich bei dir auch gewundert. Dann gleich sagt, ja, so, erstes Date und jetzt können wir gleich noch zu mir gehen. So, nee. Und wenn es aber richtig passt und die Chemie stimmt und es funkt? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Dann kann man ja trotzdem noch mal sich öfter treffen und dann erst. Also, ja. Du gehst es ja so gerne langsam an. Ja, eher schon. Irgendwas tauschen, was meiner Gruppe zugutekommt. Wir haben noch die Aufgabe, singe jemandem ein Lied. Ja, ich kann kein Lied singen. Ich kann Happy Birthday singen. Aber, machst du das? Ich ist schwierig, ne? Ich weiß nicht, ob du Geburtstag hast oder nicht. Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Hast du gestern Geburtstag gehabt? Bist du sicher? Ja, ja. Ja, ja? Bin 25 geworden. Aha, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Und alle! Happy Birthday, lieber, wie auch immer du heißt, Marvin. Happy Birthday to you. Ja, du hast noch mehr Bart. Ja, ja, ich bin Kurde, deswegen. Ah, okay. Also muss ich Kurde werden, dann kriege ich das auch. Genau, genau so. Seid ihr überall so behaart oder nur im Gesicht? Überall. Also wird ja auch nicht kalt im Winter. Nein, nein. Du siehst breit aus. Ich sehe breit aus. Das ist crazy. Bin ich gar nicht. Fass mal an, bin ich breit? Weiß ich gar nicht. Ja, nee, wie ist dünn, wie ist dünn. Oh hier musst Gott. Du anfassen, Bizeps. Oh mein Gott, das ist immer so. Oh mein Gott. Was wiege ich, was schätzt du? Also ich glaube, ich würde wirklich sagen, so 100. Ja, 120. 120, ja. Wie 120 Kilo, ihr habt ihr sehr gut geschätzt, krass. Also 119 so circa aktuell. Viel Glück in deiner Ehe zukünftig und bleib immer schön treu, ja? Ja, mach ich auf jeden Fall. Und du bist Single?
Und wir tauschen nochmal einen Ausgleich, ja? Ja, safe. Ja, wäre ich dein Typ? Ah. Besser ist es. Oder wie bekommt man dich als Mann auf ein erstes Date? Wie kriegt man dich rum? Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde, Humor ist immer sehr cool. Wenn man irgendwie so nett angesprochen wird und jemand vielleicht irgendwie witzig ist oder so, dann finde ich das immer super nett. Ein bisschen unangenehm finde ich es immer, wenn man nur über Insta angeschrieben wird oder so. Deshalb finde ich es immer ganz cool, wenn man irgendwie auch im echten Leben angesprochen wird und einfach irgendwie jemand nett und ein bisschen lustig ist. Ja. Sagst du zu Leuten, die dich live sehen, lieber ansprechen, als dich bei Instagram anschreiben? Ja, definitiv. Was ist bei dir so die Faustregel? Als du jetzt als Frau, nach wie vielen Dates kannst du in die Kiste gehen? Ich weiß nicht, wie viele Dates, aber ich würde schon sagen, dass man mindestens 3 Monate sagt, dass es was Festes ist. Also ich bin da vielleicht ein bisschen prüder, aber ich würde jetzt nicht gleich mit jedem in die Kiste steigen. Was sind deine No-Gos beim ersten Date? Was darf er oder sie auf gar keinen Fall tun, machen, mitbringen, keine Ahnung? Oh Gott, nur am Handy sitzen, über die Ex reden. Das kannst du nicht ab? Irgendwann ja, aber nicht beim ersten Date. Was sind denn so die No-Gos beim ersten Date? Boah, ich würde sagen, wenn man rülpst oder furzt, also wenn das passiert, dann könnte man sich einpacken und wieder nach Hause gehen. Und man soll jetzt vielleicht so, wenn man die Person schon ein bisschen länger kennt, könnte man auch McDonald's gehen. Aber sonst würde ich irgendwie, wenn man mal die Eier dazu hat, Blockhaus oder Gymblock, nicht so McDonald's oder so. Aber erstes Date, wenn du sagst, du weißt nicht, ob du sie gut findest, dann McDonald's. Ja, dann absolut McDonald's. Würdest du bezahlen für sie? Ja, Max Smart Menü, das ist noch drin. Die 6 Euro. Was kostet das? 5,99. Das würdest du ihr bezahlen? Das wird noch drin sein. Gibt es für dich No-Gos beim ersten Date? Muss halt ordentlich essen, ne? Ordentlich essen. Darf sie Suppe schlürfen? Schon ein bisschen Respekt haben, aber so. Wenn sie schlürft, dann schmeckt besser. Fast sogar süß, ne? Schon ein bisschen süß, ja. Das ist 2024, glaube ich, so ein Problem. Die Leute haben nicht mehr so die Eier in der Hose. Ja, alle sind auf Bumble und Tinder unterwegs. Aber ich finde es immer noch ganz cool, wenn man es in Person macht. Bist du Single? Ja. Nutzt du solche Dating-Apps? Nee, tatsächlich nicht. Weil ich so ein Fan davon bin, das irgendwie im echten Leben zu machen. Also ich bin gar nicht so ein Fan von Dating-Apps tatsächlich. Was ist grün und dreht sich im Kreis? Ist grün und dreht sich im Kreis? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ein frischer Mixer. War das witzig? Das war gut, ja. Sind wir auf ein Date jetzt? Ja, auf jeden Fall. Okay, let's go. Also wie kann man dich fürs erste Date klar machen? Oh Gott, sympathisch sein. Sympathisch sein, einen Witz reißen. Sport machen. Wer kann Sport machen, muss ich mal raus. Achso, du sagst, er muss Sport machen. Ja, ich mach so viel Sport, ich mach Powerlifting. Krass, was drückst du auf der Bank? Bank ist eine schlechte Frage. Okay, wir fragen nochmal, was machst du Kniebeuge? Kniebeugen, 120. Wie groß bist du? 1,66. Was wiegst du? Fragt man sonst die Frauen nicht, aber mit dem Sport ist das wichtig? 60 Kilo oder so. Du drückst das Doppelte von deinem eigenen Körpergewicht sauber in der Kniebeuge. Ich. Achso, Kniebeuge. Das ist ja drücken. Ja. Lädst du sie zum Essen ein? Ja, also wenn ich sie frage, dann ja, natürlich. Das war's mit dem heutigen Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Abonniert diesen Kanal, liked das Video, lasst einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht auch einen Kommentar da lassen mit euren No-Gos beim ersten Date. Richtig? Richtig. Tschüss, reingehauen, wiederschauen und bye bye.